Hallo liebe Leute und willkommen zu unserem fünften Teil unseres kurzen Last of Us Part 2 Let's Plays, einer kleinen mehrteiligen Serie, wo wir euch die ersten paar Stunden des Spiels so ein bisschen vorstellen wollen. Und wenn ihr weitere Parts aus der Serie nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, drückt die Glocke und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, wir haben ein paar Klicke erledigt, absolut wie immer, ohne Probleme, ohne dass wir irgendwie draufgegangen wären oder sowas, zweimal. Ja, das wäre total verrückt. Und wir hauen hier mal ab. Okay, vielleicht ein bisschen schwer. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Okay, wir werfen sie nach oben. Got it. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Nice. Und... Ah. Und ungefähr so würde ich sagen. Wupp. Scheiße, ja. Nice. Okay, das ist gut. Dann mal los. Das wird sicherlich halten. Okay, es hält tatsächlich. Verrückt. Das sieht absolut alles unfassbar sicher aus, was wir hier tun. Oh, das Wetter wurde schlechter. Hier drüben. Oh. Ah, da können wir wieder runter. Nice, okay. Also können wir in unseren nächsten Bericht schreiben. Zombie-Armee erledigt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Kommen wir nach. Okay. Also, ich sollte vielleicht springen. Oh, jetzt sieht man nicht so viel von der schönen Grafik, Mensch. Und jetzt sehe ich den ganzen Loot nicht. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Wir sind gerade erst losgeritten. Ja, und Dina, ne? Erst beschwert sich über unsere Schuhe, aber eine Kapuze hat sie nicht dabei. So haben wir das ja gern. Ja, kriegen wir schon hin. Dina, wie weit noch? Dina? Dina! Da sind sie einfach davon geritten, ey. Scheiße. Dina, wo bist du? Da lang? Vielleicht. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ja, erfolgreich im Kreis gelaufen. Geh mal da lang. Dina! Ellie! Dina! Ellie! Dina! Oh, Gott sei Dank. Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Nur kurze Panik. Alles gut. Die massive Sicherheitstür, ja? Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Hier wird sicherlich nicht alles voller Infizierter sein oder so. Vielleicht hier alles voller Loot? Nee.
Vielleicht auch einfach alles voller Flaschen. Oh, haben wir hier Internet? Nee? Okay. Kann ich auf den YouTube-Kanal von Gameswelt gehen, den abonnieren und die Glocke drücken? Weiß nicht. Probiert's doch mal aus. Okay. Oh, da können wir gucken. So viele Bücher und wir können keins davon lesen. Mehr Flaschen. Oh, was haben wir da? Scheiße. Nix, ganz offensichtlich. Nach was da hinten ist. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Ja, Mensch. Ist nix weiter. Durchs Fenster geht es. Ah, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt gucken, was hinter dieser Tür ist, aber ich denke mal, diese Tür kriegen wir so schnell auch nicht auf. wie kann ich denn... Da, Flasche. Boop. Okay, das geht. Yay, Randale! Was ist hier los? Ganz viel Zeugs. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Warum hat das mir verheimlicht? Oh, Eugenes geheime Basis. Das ist nix. Oh, das ist wirklich Eugenes geheime Basis. Er war ein Firefly? Oh. Diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Habe ich jetzt gerade die Giraffe in mein Tagebuch gezeichnet? Hervorragend. Oh, sehr schön. Ganz schön schnell ist sie. Das ist nichts. Da ist nischt. Da ist nischt. Oh, ist hier was? Was war das? Eine Sammelkarte. Okay. Aha. Na gut. Wir haben eine Sammelkarte gefunden. I guess. Sollen wir hier noch was? Nee. Oh, Moment, da ist noch ein bisschen was. Oh. Ja, Mensch. Aber nix mehr. Hier noch was im Schrank. Ja. Mehr Briefe. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Oh, seine Tochter hat er auch zurückgelassen. Oh je. Oh. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Hey, da ist der Generator. Mensch. Funktioniert der noch? Oh Gott.
Oh, nice. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Oh. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Aha. Jetzt können wir das Crafting ausprobieren. Okay. Untersuchen. Also, da können wir uns noch die Waffe angucken. Okay, was haben wir denn da? Feuerrate, Stabilität, Rückstoß, Kapazität. Ich meine, wir können Feuerrate und Rückstoß verbessern. Da haben wir genug für. Machen wir mal. Jupp. Okay, sehr nice. Gute Arbeit. Ein Kompensator. Ah. Ah, schön, dass man das aber auch alles an der Waffe sieht. Das finde ich toll. So. Sehr gut. Waffe erfolgreich verbessert. Da ist immer noch dicht. Okay. Jetzt haben wir Strom. Oh, hallo. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Na, schauen wir mal, ob wir den Weg da nach unten finden. Oh. Na los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Das ist nix. Wahrscheinlich finden wir jetzt irgendein Geheimlabor. Okay, die Art von Labor habe ich nicht erwartet. Putztrocken das Gras. Das erklärt einiges. Also es ist auf jeden Fall eine Art von Geheimlabor. Er hat solche Videokassetten. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandys Kutsch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Oh nein, das ist der geheime Pornokeller. Oh no. Oh, da hinten, die sehen noch gut aus. Moment. Was ist das denn? Ah. Okay. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10.
1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend. Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Okay, offensichtlich sind wir direkt mal wieder mit Abby unterwegs. Liebe Leute, nur ein kleiner Hinweis. Bitte raucht keine komischen Sachen, die ihr in irgendwelchen geheimen postapokalyptischen Kellern findet. Vielen lieben Dank. Okay, guti, dann würde ich aber sagen, bevor wir dann jetzt mit Abby losziehen, machen wir an der Stelle ein kurzes Päuschen bis zur nächsten Episode. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Abby und The Last of Us Part 2. Bis dann und tschö, tschö.